Das erste ist, das IQB ist natürlich nur das zweitwichtigste Institut in Deutschland. Das Wichtigste ist natürlich das IPN. Also kommen Sie da nicht durcheinander, was die Wichtigkeit von Instituten betrifft. Das zweite ist, dass mit den Noten, das sehe ich ein bisschen anders als meine Kollegen in der Bildungsforschung. Noten sind hervorragende Prädiktoren, sowohl für die weitere Schullaufbahn, sie sind sehr gute Prädiktoren für den Berufserfolg und das werden Sie auch heute sehen. Die Abiturnote ist auch ein sehr guter Prädiktor für Studienerfolg, weil natürlich auch in die Noten die professionellen Eindrücke, die Lehrkräfte über lange Zeit gesammelt haben, eingehen. Das heißt, das sind sehr, sehr gute diagnostische Urteile. Da bin ich aber überkreuzt mit einigen meiner Kollegen. Aber darüber will ich ja eigentlich gar nicht reden, sondern ich möchte reden über Schulleistung und Studienerfolg, beziehungsweise auch die Frage stellen, was ist das Abitur wert? Und ich möchte das, natürlich könnte ich das ganz kurz machen und sagen, das Abitur ist immer noch ein gewichtiger Prädiktor für Studienerfolg und könnte dann sagen, damit können Sie sich noch jetzt 50 Minuten ausruhen und anschließend in die eigentlichen Veranstaltungen gehen. Aber ich werde das natürlich ausführlich ausschmücken. Die FAZ, muss ich gestehen, das ist mir zu intellektuell, das ist eher was für Henrike Baulicke. Ich schaffe immer nur Spiegel Online und möchte das damit auch einführen. Sie sehen, dass dieses ein Thema ist, was ebenfalls die Medien, die Zeitungen, die Journalisten berührt. Das heißt, wir haben eine fortlaufende Diskussion dessen, was Zertifikate in der Schule wert sind. Und beim Abitur hat diese Diskussion, die sich über viele Jahre, ja Jahrzehnte zieht, natürlich ihre Begründung darin, dass wir seit den 1950er Jahren ja die Expansion des Gymnasiums beobachtet haben. Expansion des Gymnasiums dahingehend, dass immer größere Anteile eines Jahrgangs das Gymnasium besuchen und damit natürlich dann auch die Frage verbunden ist, wenn der halbe Jahrgang aufs Gymnasium geht, vor dieser Situation stehen wir heute fast, was steckt dann eigentlich noch hinter dem Zertifikat Abitur an tatsächlichen voruniversitären Kenntnissen, beziehungsweise sind die voruniversitären Kenntnisse überhaupt so aufgestellt, dass sie die jungen Erwachsenen hinreichend für die Bewältigung der Anforderungen im Studium vorbereiten. Also damit beschäftigt sich der Spiegel oder Spiegel Online. Financial Times Deutschland hat sich damit auch mal beschäftigt, auch die Frage gestellt, was ist das deutsche Abitur noch wert? Diese Frage stellt sich Financial Times Deutschland, wie Sie wissen, seit einiger Zeit nicht mehr, da es die Zeitung nicht mehr gibt. Aber 2012 gab es das noch, aber Sie sehen, das ist ein Thema, was in den Medien eine große Rolle spielt, was aber wissenschaftlich, insbesondere natürlich aus der Perspektive auch der Bildungsforschung, hochinteressant ist, weil wir natürlich, wenn wir die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn sich das System so dramatisch verändert, dass sich das Gymnasium öffnet, weil wir damit Fragen beantworten können natürlich auch hinsichtlich sogenannter nicht intendierter Nebeneffekte von bildungspolitischen Reformen. Es ist natürlich wünschenswert, Sie hören die Diskussion auch immer wieder, das Gymnasium zu öffnen, um mehr qualifizierte Absolventen zu bekommen. Gleichzeitig ist es aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich spannend zu sehen, welche Kosten hat das, mit welchen Nebenwirkungen ist das verbunden? Und dann natürlich auch die Frage, sind nicht letztendlich die hohen Abbrüche, die wir beobachten können? Heute habe ich wieder was gelesen über extrem hohe Abbruchquoten in den Ingenieurswissenschaften. Ist das nicht eigentlich alles eine Folge dieser Öffnung, dieser Reform, dieser Strukturreform? Und dann gibt das ja auch meine besten Freunde vom Philologenverband, die dann immer sagen, eigentlich muss man das Gymnasium wieder ganz selektiv halten, damit nur die besten 20% vielleicht Abitur machen. Dann haben wir all diese Probleme nicht mehr. Also nicht, dass Sie es weitererzählen, das sind nicht tatsächlich meine Freunde. Was will ich Ihnen erzählen? Ich habe hier mal einen Überblick dargestellt, was heute alles so drankommen wird. Ich werde beginnen mit ein wenig Statistik zu Bildungsabschlüssen. Ich will Ihnen das einfach nochmal nachzeichnen. Dieses Phänomen der Öffnung des Gymnasiums beziehungsweise auch diesen Trend der höheren Qualifikation in den Bevölkerungsgruppen. Ich möchte dann kurz mich natürlich überwiegend auf die Arbeit in der KMK dann auch beziehen, um zu zeigen, wie man politisch versucht, die Qualität des Abiturs zu sichern, werde dann einige Ergebnisse aus empirischen Studien zeigen, auch mit der Frage natürlich, wie hoch sind die Anteile der heutigen Abiturienten, die in einigen voruniversitären Fächern die notwendigen Leistungen erreichen bzw. auch verfehlen. Werde dann zur eigentlichen Frage meines Vortrages kommen, ist es tatsächlich so, dass jemand, der Abitur hat, oder der ein gutes Abitur hat, auch eher gut an der Universität ist. Und dann kommen die Take-Home-Messages dann auch noch, was wir alle heute hoffentlich gelernt haben. Fange ich an
mit einer einfachen Statistik, die relativ aktuell ist. Hier sind dargestellt für zwei Alterskohorten, die 25- bis 30-Jährigen und die 60- bis 65-Jährigen, wie sich deren Bildungsabschlüsse darstellen. Sie sehen hier Bildungsstand der Bevölkerung nach Altersgruppen im Jahre 2010. Und was Sie da sehen können, ist, dass wir heute bei den 25- und 30-Jährigen, ich muss mal gucken, ob hier welche dabei sind. Aha, Herr Möller meldet sich. Also Jens, das ist hier deine Gruppe, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Das nimmt ihr mir nicht übel. Spaß beiseite. Schauen wir uns das an, so sehen Sie, dass wir über 40% haben mittlerweile der 25- bis 30-Jährigen, die eine Hochschulreife erwerben, eine fachbezogene oder auch eine allgemeine Hochschulreife. Tendenz, das zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, steigend. Und Sie sehen natürlich umgekehrt, bei den 60- bis 65-Jährigen hatten wir noch fast 50% von Absolventen mit Hauptschulabschluss, so sind es heute noch 23%. Tendenz natürlich auch permanent sinkend. Und wenn wir uns die absoluten Zahlen nochmal anschauen im Trend, ich habe hier ebenfalls mich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes bezogen, sehen Sie jetzt in absoluten Zahlen, wie sich das in den letzten 20 Jahren, in denen das Gymnasium selbst gar nicht mehr so stark expandiert ist, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Sie sehen, wir haben im Jahre 2010 in der Sekundarstufe 2 an allgemeinbildenden Gymnasien über 900.000 Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Der graue Balken, der hier flacher ist, aber auch wächst, zeichnet die Zahlen nach der jungen Menschen, die in, gymnasialen Oberstufen an Gesamtschulen sich befinden. Und mit einem Schuss Lokalpatriotismus habe ich mir natürlich auch nochmal die Zahlen für Schleswig-Holstein angeschaut. Dort sehen Sie einen ganz ähnlichen Trend in der Zeitreihe. Hier jetzt nur für die letzten 7 Jahre, was auch nochmal deutlich macht, dass dies auch in kürzeren Zeiträumen ein relativ klarer Trend ist. Die Zahlen sind etwas verrutscht, das ist aber nicht schlimm. Sie sehen auch hier Abgänger mit Fachhochschulreife bzw. allgemeiner Hochschulreife in Schleswig-Holstein nach Jahren sowohl an allgemeinbildenden Schulen als auch an beruflichen Schulen, beruflichen Gymnasien dann auch. Tendenz steigend im Jahre 2010 insgesamt 16.000 junge Erwachsene, davon immerhin 6.000, die auch nicht mehr aus Gymnasien kommen. Ich habe diese Folie, diesen Chart bewusst gewählt, weil er ein zweites Phänomen aufzeigt, was die Modernisierung unseres Bildungssystems auch sehr gut beschreibt. Wir haben nicht nur die Expansion der Gymnasien, immer mehr Schülerinnen und Schüler aus Gymnasium, sondern wir haben einen zweiten Trend, die Öffnung der alternativen Wege zur Hochschulreife. Und dafür sind die beruflichen Schulen ein Beispiel. Das heißt, unsere jungen Leute müssen heute gar nicht mehr nach der 4. Klasse aufs Gymnasium gehen, wenn sie Abitur machen wollen, sondern sie können selbstverständlich auch nach beispielsweise einem mittleren Schulabschluss wechseln in eine Oberstufe eines beruflichen Gymnasiums und dort die fachgebundene oder auch die allgemeine Hochschulreife erwerben. Das verschärft natürlich nochmal die Ausgangsfrage, was ist das Abitur noch wert? Wenn wir zum einen haben, wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, geht aufs Gymnasium. Und die, die auf dem Baum rechtzeitig waren und nicht aufs Gymnasium gehen, dann aber nach dem 10. Schuljahr auch von einem nicht-gymnasialen Bildungsgang in die Oberstufe wechseln, verschärft das nicht nochmal das Problem, dass wir mehr Jugendliche dann auch haben, die möglicherweise überhaupt nicht Leistungsstände erreichen, die sie fürs Studium qualifizieren. Glaubt man den Prognosen der KMK, was auf der folgenden Folie dargestellt ist, so wird dieser Aufwärtstrend irgendwann in absehbarer Zeit, wie Sie sehen, stoppen. Wir sind jetzt im Grunde genommen im absoluten Maximum. Diese Doppelpeaks, das sind Doppeljahrgänge in verschiedenen Bundesländern, die auf den Markt strömen. Also wir haben hier nochmal die Zeitachse abgetragen bis 2020. Wir haben hier nochmal Absolventin mit Hochschulreife und Fachhochschulreife nach Jahr abgetragen, in absoluten Zahlen. Sie sehen seit 2004 die Anstiege der Absolventenzahlen. Hier dieser Doppelpeak, das sind dann je nachdem, in welchen Bundesländern gerade die Doppeljahrgänge Abitur machen. Und dann wird es glücklicherweise runterfallen etwas, glücklicherweise aus Sicht der Hochschulen. Zwei Gründe, das eine ist keine Doppeljahrgänge mehr, das andere ist einfach der Geburtenrückgang, der dramatische Geburtenrückgang, insbesondere auch nochmal in den letzten 20 Jahren. Also um Ihnen auch hier eine Größenordnung zu geben, woher dieses rührt, die 15-Jährigen, die wir 2000 in PISA getestet haben, in PISA werden immer 15-Jährige getestet, das waren im Jahre 2000 noch 910.000, die diese Kohorte der 15-Jährigen ausgemacht haben. Im Jahre 2050 werden es noch ungefähr 450.000 sein.
Also eine Halbierung der Jahrgangskohorte oder der Alterskohorte. Das heißt, wir haben hier dann auch trivialerweise den Rückgang. Was Sie aber auch sehen, ist, dass der Rückgang bis 2020 nicht so stark sein wird, dass er hinter die Zahlen etwa von 2004 wieder zurückfällt. Das heißt, wir werden auch weiterhin damit konfrontiert sein, dass relativ hohe Zahlen junger Menschen, hohe Zahlen von jungen Menschen Abitur machen und dann auch möglicherweise studieren möchten. Die nächste Folie lasse ich mal weg. Dafür zeige ich Ihnen diese, weil das sich jetzt auch dem Problem nähert, um das sich heute mein Vortrag dreht. Es sind hier HIS-Zahlen, also vom HIS-Hannover-Zahlen dargestellt, von Studienabbruchsuntersuchung 2012, nach Studiengängen getrennt, wie hoch die Abbruchquoten sind. Sie sehen das schon insgesamt in den Bachelorstudiengängen 35% der Abbrüche im Jahre 2010 ist das, wenn ich das richtig sehe, ja, im Jahre 2010, 2012 publiziert. Und Sie sehen die riesigen Zahlen, 48% in den Ingenieurswissenschaften. 48% der Studierenden in den Ingenieurswissenschaften brechen ihr Studium ab. Und hätten wir heute einen Professor der Mathematik eingeladen, der hätte Ihnen auch sofort gesagt, woran das liegt. Die haben nämlich wenig Empirie, aber dafür haben die ganz viele Theorie. Oder subjektive Theorien, sollte ich das nennen. Die würden einfach sagen, die sind zu doof. Das haben wir jetzt davon, dass wir unser Gymnasium so weit geöffnet haben. Dort kommen 50% plötzlich in unsere Studiengänge, die sind gar nicht studierfähig. Können nicht die Mathematik mehr beherrschen, wenn wir Glück haben, den Stoff der Sekundarstufe 1. Wenn sie dann aber in die Hochschule kommen, seilen sie ab in den entsprechenden Vorlesungen. Das ist dann natürlich so ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, Exegese solcher Zahlen, die man hat. Wenn man sich dieser Frage wirklich nähern möchte, inwieweit Niveaus erreicht werden, die einen befähigen, den Übergang zu schaffen, dann braucht man natürlich empirische Erhebungen, in denen man tatsächlich mal misst, was junge Erwachsene am Ende dann der gymnasialen Oberstufe leisten. Die Fragen, die sich also stellen, haben wir zu viele Abiturientinnen und Abiturienten, die überfordert sind? Sind die Abbruchquoten Folge dieser Überforderung? Stellt sich die gymnasiale Oberstufe eigentlich diesem Problem? Nimmt die Politik das überhaupt wahr? Nehmen diejenigen, die sich über unsere Oberstufe Gedanken machen, dieses Problem wahr? Steuern sie gegen? Und schließlich daran gekoppelt die Frage, ist das überhaupt noch so, dass wer heute Abitur macht, auch eher studierfähig ist? Gut, nähern wir uns diesem Problem. Die erste Frage, was sichert die... Jetzt ist mein Rechner wieder eingeschlafen. Geht gleich weiter. So, was sichert die Einhaltung der Ziele der gymnasialen Oberstufe? Die KMK nähert sich solchen Problemen immer mit Prosa. Und die sehen Sie hier, das sind Verlautbarungen der KMK, abgeschrieben 1972 und jetzt in der Überarbeitung von 2012. Was der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe leisten soll. Vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung, das ist ja propedeutisch auch für die Oberstufe, allgemeine Studierfähigkeit sowie wissenschaftspropedeutische Bildung. Von besonderer Bedeutung sind dabei vertiefte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den basalen Fächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik. Das heißt, zunächst einmal sind das Verlautbarungen, die postulieren, die gymnasiale Oberstufe leistet das. Insbesondere mit in den Kernfächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik, in der Regel Englisch die Fremdsprache. Und dann sehen Sie noch weiter, wie der Unterricht angelegen ist, damit er zur Studierfähigkeit führt. Er ist fachbezogen, er ist fächerübergreifend, er ist fächerverbindend. Er führt exemplarisch in wissenschaftliche Fragestellungen ein, natürlich auch in die entsprechenden Methoden der Wissenschaft. Er trägt dann auch noch zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Eine gefestigte Person ist natürlich auch frustrationstoleranter, wenn es dann in die Universität geht. Und alles das leistet die Oberstufe. Und die KMK hat zusätzlich zu diesen Verlautbarungen ja auch die einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung, die sogenannten EPA, seit ja mittlerweile auch über 40 Jahren aufgeschrieben und immer wieder revidiert, die ebenfalls Steuerungsinstrumente sein sollen, um letztendlich die Qualität in der gymnasialen Oberstufe hochzuhalten. Und dieses vor allem, das ist im Bildungsföderalismus gar nicht so ungewöhnlich, gar nicht so klar, dieses länderübergreifend. Das heißt, die EPA sind nicht etwa für Schleswig-Holstein anders als für Niedersachsen oder für Nordrhein-Westfalen, sondern wir haben hier einen länderübergreifenden Konsens, wie
die 16 Länder glauben, Standards in der Oberstufe sichern zu können mit den EPA. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht der EPA, dann können Sie selbst entscheiden, ob das die Qualität in der Oberstufe sichert. Also hier sind jetzt die EPA für Englisch, Beispiel Hörsehverstehen. Da finden Sie dann sowas in den EPA wie, die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, längere gesprochene Texte zu verstehen. Sie sind in der Lage, komplexeren thematischen und argumentativen Zusammenhängen zu folgen. Sie sind in der Lage, den meisten Programmen in den Medien zu folgen, sofern darüber überwiegend Standardsprache gesprochen wird. Und sie sind in der Lage, ein handlungswirksames Spektrum von Lern- und Arbeitstechniken im Umgang mit Hörtexten bzw. mehrfach kodierten Texten anzuwenden. Das steht da so drin. Also das soll erreicht sein und entsprechend sollen auch Abiturprüfungen gestaltet werden, dass abgeprüft werden kann, ob die Schülerinnen und Schüler dieses alles können. Sie wissen wahrscheinlich alle noch, wie das bei Ihnen war. Ich weiß das auch noch bei mir, wie das war mit dem Abitur. Letztendlich entscheiden dann die tatsächlich erreichten Leistungen in den Abiturklausuren, ob die Kolleginnen und Kollegen bei der Notengebung so tun, als ob das erreicht wäre. Also wenn man so richtig daneben langt und die Abiturklausuren zu schwer waren, dann ist das ja nicht so, dass der ganze Jahrgang dafür eine 5 bekommt, sondern man passt es dann an. Durch das Zentralabitur scheint es so zu sein, dass man lieber gleich die Latte etwas niedriger legt, damit nicht alle unter durchlaufen. Dann kommt man gar nicht erst in solche Probleme. Neuerdings haben wir auch Bildungsstandards fürs Abitur. Die sehen im Übrigen fast genauso aus wie die EPA. Und man kann sich die Frage stellen, brauchen wir die eigentlich? Nichtsdestotrotz haben wir sie jetzt. Die Bildungsstandards beschreiben wiederum fachbezogene Kompetenzen. Das kennen Sie auch schon. Kompetenzen, welche Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur jetzt erreicht haben sollen. Und sie differenzieren auch noch, das ist nicht ganz unwichtig für Grund- und Leistungskurse beziehungsweise Profilfächer oder auch Nicht-Profilfächer. Sie differenzieren jetzt auch noch in den Beschreibungen, was eine Schülerin können soll, die auf grundlegendem Niveau unterrichtet wird und was eine Schülerin können soll, die auf erhöhtem Niveau unterrichtet wird. Das sind, wie gesagt, alles Sollbestimmungen, die beschreiben, was sie können sollen. Sie sehen das hier dann auch nochmal, ich habe es jetzt wiederum für Englisch gemacht, das ist diesmal Leseverstehen. Schülerinnen und Schüler können auf grundlegendem Niveau Texte unterschiedlicher Textsorten und Entstehungszeiten erschließen, explizit und implizite Aussagen von Texten sowie deren Wirkungspotenzial erkennen und einschätzen und so weiter und so fort. Also Sollbeschreibungen, von denen man glaubt oder hofft, dass Schülerinnen und Schüler sie dann auch erreichen am Ende der gymnasialen Oberstufe, wenn sie beispielsweise Englisch oder auch Französisch auf grundlegendem Niveau noch gelernt haben. Und als empirischer Bildungsforscher ist man natürlich etwas unzufrieden, wenn man diese Papiere liest, weil sie letztendlich, ja, ich sagte schon, Prosa darstellen, ohne dass wir eigentlich wissen, was Abiturienten und Abiturientinnen tatsächlich können. Hier steht nur, was sie können sollen und uns interessiert natürlich als Bildungsforscher, was sie tatsächlich können. Und damit möchte ich mich im Folgenden beschäftigen und Ihnen Ergebnisse zeigen, jenseits der EPA und jenseits der Bildungsstandards, die Sollvorgaben sind, Ihnen Ergebnisse zu zeigen, was unsere Abiturientinnen und Abiturienten tatsächlich wissen. Ich beziehe mich dabei auf verschiedene Studien. Wir haben in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre eine gewisse Reihung von Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, was Schülerinnen und Schüler am Ende der gymnasialen Oberstufe können, tatsächlich können. Also es ist nicht nur aufgeschrieben, was sie können sollen, sondern wir haben Studien in einer gewissen Zeitreihe, die schauen für ausgewählte Fächer, was Schülerinnen und Schüler tatsächlich können. Alle Nicht-Mathematik- und Englischlehrer von Ihnen werden jetzt enttäuscht sein, weil Ihre Fächer nicht dabei sind. Bin ich auch ein bisschen. Liegt einfach daran, und das sind die Grenzen dann auch wieder der Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher, die sowas tun, liegt sehr stark daran, dass Mathematik und Englisch Fächer sind, in denen man so einfach die Leistung überprüfen kann. Da macht man so einen Hörverstehenstest in Englisch oder einen schönen Leseverstehenstest für Abiturienten. Man hat dann auch den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, man hat da Instrumente, man kann sich Test of English as a Foreign Language nehmen vom Educational Testing Service. Also man greift quasi in die Schublade und holt sich die Tests raus. Und so ähnlich auch für Mathematik, da ist es vergleichsweise einfach, da gibt es auch immer so klare Lösungen, mehr oder weniger klar zumindest. Also wenn Schülerinnen und Schüler beispielsweise die erste Ableitung einer Funktion
machen sollen, dann kann man das in der Regel relativ einfach kodieren, richtig oder falsch. Aber wenn jetzt jemand beispielsweise, fällt mir irgendwas spontan ein, einen kurzen Büchner-Text bekommt und dazu dann erstmal eine fünfseitige Interpretation schreibt, dann ist es sehr viel schwerer, das auszuwerten. Und so sind wir Bildungsforscher dann, da können Sie uns auch für ausbuhen. Wir sagen dann, was wir schwer messen können, das lassen wir erstmal. Wir nehmen uns die Skills oder die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir gut messen können, und dann landet man immer wieder bei Mathematik und Englisch. Naturwissenschaften geht auch, aber Mathematik und Englisch sind dann die beliebtesten Kandidaten, auch mit der längsten Tradition in der Schultest, in der Leistungstestentwicklung. Und ich möchte Ihnen hier die rot dargestellten Studien zeigen. Angefangen in den 1990er Jahren mit der dritten internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie, an der sich deutsche Abiturientinnen und Abiturienten in den Fächern Mathematik und Physik beteiligt haben. Und ich möchte Ihnen nur da die Mathematikergebnisse zeigen. Ich komme dann zu einer Studie aus Baden-Württemberg, die sogenannte TOSCA-Studie. Sie sehen auch immer schöne Akronyme, auch das zeichnet uns Bildungsforscher aus. Wir beschränken uns auf wenige Fächer und verwenden die übrige Zeit, um schöne Akronyme zu finden für unsere Studien. Lau 13, eine Vollerhebung an Hamburger Gymnasien und schließlich, auf die drei Studien werde ich mich beschränken. Ich werde nicht auf Tosca R eingehen, die im Wesentlichen eine Replikation von Tosca ist, auch wieder in Baden-Württemberg. Fange ich mit TIMSS an. TIMSS ist eine relativ alte Studie, die Mitte der 1990er Jahre durchgeführt wurde und die damals dem wiedervereinigten Deutschland die Möglichkeit gegeben hat, einfach mal zu schauen, exemplarisch für voruniversitäre mathematische und Physikleistungen, was können unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich, wenn sie unmittelbar vor dem Abitur stehen. Natürlich auch mit der Frage, wird eigentlich ein voruniversitäres Niveau erreicht, von dem wir sagen würden, okay, wer dort angekommen ist, wer den Oberstufenstoff beherrscht, von dem nehmen wir an, dass er auch in Studiengänge gehen kann, in denen Mathematik eine hohe Bedeutung hat und dort erfolgreich sein wird. Man hat auch damals schon in TIMSS die Leistung in Mathematik wie auch in Physik auf so einem schönen Maßstab abgetragen mit einem internationalen Mittelwert von 500, so wie in PISA. Und man hatte auch schon Kompetenzstufen damals, auf die man dann die Schülerinnen und Schüler der 13. Jahrgänge, damals hatten wir noch überall G9, auf die man die Schülerinnen und Schüler der 13. Jahrgänge projizieren konnte. Es waren vier Kompetenzstufen, die man in TIMSS hatte Mitte der 1990er Jahre. Stufe 1, elementare Schlussfolgern. Man könnte in etwa sagen, Schülerinnen und Schüler, die auf Kompetenzstufe 1 lagen damals, an denen war nicht nur die Sek 1 vorbeigegangen, nee, nicht nur die Sek 2, sondern auch schon die Sek 1. Das war also vertieftes Grundschulniveau im Wesentlichen, über das diese Schülerinnen und Schüler verfügten. Wie viel das sind, zeige ich Ihnen gleich. Das werden Sie auch wissen, dass es solche gibt. Es ist bei Ihnen bestimmt nicht anders gewesen als bei mir. Es gibt dann so einen Mathekurs, da sammeln sich alle die schon in der vierten Klasse sich verabschiedet haben. Das sind dann die, deren größtes Ziel es ist, jedes Semester einen Punkt zu schaffen. Und damit die ringen im Grunde genommen mit dieser Latte einen Punkt. Stufe 2, Anwendung mathematischer Begriffe und Regeln. Man kann diese Stufe etwas vereinfacht dahingehend bezeichnen, dass Schülerinnen und Schüler, die damals diese Stufe erreichten, sicher den Stoff der Sekundarstufe 1 beherrschten. Also die hatten sich dann wirklich erst mit dem Übertritt in die gymnasiale Oberstufe aus der Mathematik verabschiedet und dann eben die Stufen 3 und 4, die im Grunde genommen Leistungen abbildeten, voruniversitäre Kompetenzen abbildeten, von denen man sagen konnte, okay, die haben die Oberstufe, die haben mitgearbeitet und die verfügen auch über Kenntnisse, von denen wir zumindest vermuten, dass sie hinreichend sind, um erfolgreich auch in mathematische Studiengänge zu gehen. Jetzt dürfen Sie mal raten, wie die Prozentzahlen waren. Wie viel auf Stufe 1 waren, wie viel auf Stufe 2 waren, auf 3 und auf 4. Und um Ihnen das leicht zu machen, fasse ich mal zusammen die Stufen 3 und 4. 3 und 4 sind ja Leistungen. Wer auf diesen Stufen ist, der, von dem würden wir sagen, der hat die Ziele der gymnasialen Oberstufe erreicht. Und ich gebe Ihnen vier, ich mache daraus eine Multiple-Choice-Aufgabe. Wie viel Prozent, glauben Sie, sind auf den Stufen 3 und 4. Erste Antwortalternative 10%, zweite Antwortalternative 30%, dritte Antwortalternative 50%, vierte Antwortalternative 70%. 10, 30, 50, 70. Frage verstanden? Gut. Wer ist für 10%? Meine Güte, sind Sie pessimistisch. Das ist ja gar nicht wenig, das waren mindestens 10 Leute. Wer ist für 30%?
Das sind ja ganz schön viele. Haben Sie die, wo ist Frau Hänisch? Hat sie die Präsentation schon verteilt? Gut, wer ist für 50? Handvoll. Wer ist für 70? Sind Sie Mathematiklehrer in der Oberstufe? Hohes Selbstwirksamkeitserleben. Sie nicht offenbar. Aber Sie hatten selbst Mathematik in der Oberstufe, Leistungskurs und sagen, ich war so gut, da müssen die anderen auch gut gewesen sein. Also mit 30% lagen Sie schon gut. So waren damals die Zahlen. Oha. Ein Fünftel Stufe 1, grob gesprochen, die Hälfte Stufe 2 und tatsächlich 30% auf den Stufen 3 und 4. Also ein relativ hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern, die nicht die Ziele, das war eine bundesweit repräsentative Stichprobe in TIMSS, die nicht die Ziele der gymnasialen Oberstufe im Fach Mathematik erreicht hat. Man muss dazu sagen, es gab 1995/96 noch Bundesländer, in denen konnten Schülerinnen und Schüler Mathematik abwählen im Laufe der gymnasialen Oberstufe. Die spielen da natürlich mit rein. Also alle jungen Menschen mit Dyskalkulie hatten bis dahin Mathematik abgewählt und die Konsequenz aus diesen Ergebnissen war auch, dass das nach TIMSS Mitte der 90er Jahre nicht mehr möglich war. Das heißt, die ersten Reformen nach Publikation dieser Ergebnisse bestanden tatsächlich darin, dass in allen Ländern Mathematik wieder, mehr oder weniger wieder verpflichtend war bis zum Abitur. Ich glaube, die Schlussfolgerung kann ich Ihnen und mir ersparen, die sind relativ klar. Wir haben dann einige Jahre später, die Erhebung war im Jahre 2002, die Tosca-Studie durchgeführt. Sie sehen hier den Langnamen auch, Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren. Und Sie sehen auch, wie man solche Akronyme baut. Ne? Wenn der Titel nur lang genug ist, kommt jeder Buchstabe vor, daraus kann man alles bauen. Also wir hätten natürlich auch einfach die TRAFO nehmen können, dann hätte die Studie Trafo geheißen. Aber Tosca war natürlich schön. Übrigens, das da hinten ist die Landkarte von Baden-Württemberg. Welche Frage haben wir adressiert? Baden-Württemberg ist insofern exemplarisch und paradigmatisch geradezu, dass wir dort sehr früh eine Öffnung der alternativen Wege zur Hochschulreife erfahren haben. Das heißt, schon in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren, hat Baden-Württemberg massiv die beruflichen Gymnasien ausgebaut, mit dem Ergebnis, dass heute auf 100 Abiturienten in Baden-Württemberg fast die Hälfte, 40% sind es glaube ich, aus einem beruflichen Gymnasium kommt. Baden-Württemberg hat das natürlich, die beruflichen Gymnasien natürlich auch genutzt, um die allgemeinbildenden Gymnasien selektiv zu halten, also relativ geringe Übertrittsquoten nach der Grundschule, aber eben weil man diesen alternativen Weg zur Hochschulreife hatte, war das ein begrenztes Problem. Die Frage, die sich daran gekoppelt hat, inwieweit Abschlüsse an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien mit vergleichbaren Leistungen auch verbunden sind, mit vergleichbaren Leistungsständen. Und natürlich auch daran gekoppelt die Frage, funktioniert eigentlich ein System, in dem Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 einen nicht-gymnasialen Bildungsgang wählen und dann eben übertreten. Denn Sie wissen aus PISA beispielsweise, wenn Sie 15-jährige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die sind ja kurz vorm Übertritt, anschauen und die vergleichen mit 15-Jährigen, die einen mittleren Schulabschluss gemacht haben, so liegen in PISA 50, 60, 70 Punkte zwischen diesen beiden Kohorten. Das heißt, man kann schon die Annahme haben, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie auf ein berufliches Gymnasium nach 10 wechseln, mit einem deutlich geringeren Niveau in die gymnasiale Oberstufe übertreten. Und dann ist die Forschungsfrage, können sie das kompensieren oder laufen sie im Grunde genommen die ganzen 3 Jahre der Oberstufe immer wieder hinter den allgemeinbildenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hinterher, ohne dass sie ihn erreichen. Aus soziologischer Sicht ist natürlich auch hochinteressant, nicht nur welche Leistungen die erreichen, sondern ob man nicht im Grunde genommen mit den beruflichen Gymnasien oder mit den alternativen Wegen zur Hochschulreife auch ein Instrument hat, um soziale Ungerechtigkeit abzubauen. Sie wissen alle, dass die Chance, wenn die Mutter Professorin und der Vater Lehrer ist, aufs Gymnasium zu gehen, deutlich höher ist, als wenn der Vater Baggerfahrer ist und die Mutter Kassiererin bei Aldi. Die Idee oder auch die Forschungsfrage ist dann natürlich, wenn man einen alternativen Weg zur Hochschulreife bietet, der zunächst über einen mittleren Bildungsgang geht und dann erst in die Oberstufe an einem beruflichen Gymnasium geht, erleichtert das der Familie Baggerfahrer Kassiererin
doch die Wahl, auch das Kind bis zum Abitur im System zu halten. Also ist im Grunde, sind das im Grunde um solche alternativen Wege auch Instrumente, um soziale Ungleichheit im System abzubauen. Und das haben wir untersucht. Es war eine relativ große Stichprobe, fast 5000 Abiturientinnen und Abiturienten in Baden-Württemberg. Wir hatten unterschiedliche berufliche Gymnasien, 2800 an allgemeinbildenden, 1900 an beruflichen Gymnasien. Sie sehen die unterschiedlichen Formen vom technischen Gymnasium bis zum sozialpädagogischen Gymnasium. Ich habe jetzt nicht weitere Multiple-Choice-Fragen vorbereitet, wie hoch der Anteil der jungen Männer an technischen Gymnasien ist, beziehungsweise der jungen Frauen an sozialpädagogischen Gymnasien. Das können Sie sich aber vorstellen. Geht gleich weiter. Kurze Verschnaufpause. Zumindest braucht mein Rechner die. So. Fange ich wieder an mit den voruniversitären Mathematikleistungen. Selbe Frage wie in TIMSS und vor allem auch derselbe Test. Das heißt, wir haben einfach 7 Jahre später wieder den Mathematiktest aus TIMSS genommen, aus der Internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie und hatten wiederum für jetzt berufliche Gymnasiastinnen, Gymnasiasten und allgemeinbildende Gymnasiastinnen, Gymnasiasten die Leistung auf 4 Kompetenzstufen, die ich Ihnen hier nochmal dargestellt habe. Wiederum Stufe 1 erhöhtes Grundschulniveau, Stufe 2 sicheres Niveau in der Sekundarstufe 1 und 3 und 4 die Kompetenzstufen, die typischerweise ausweisen, dass die Ziele der gymnasialen Oberstufe erreicht wurden und zumindest fachspezifisch hier vermutlich auch Studierfähigkeit vorliegt. Wir sind in Tosca dann einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wer hinterher Germanistik studiert, für den ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Selbst wenn jemand hinterher, was kann man denn noch studieren? Was ein bisschen Mathematiklastiges studiert, vielleicht sogar Psychologie. Der braucht nicht unbedingt vertiefte Kenntnisse in voruniversitärer Mathematik. Bei dem sind wir zufrieden, wenn er oder sie den Stoff der Sekundarstufe 1 beherrscht. Vielleicht auch noch, wenn er oder sie Biologie studiert. Anwesende Biologielehrerinnen und Lehrer? Gut, dann nehme ich das zurück mit der Biologie. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wer Kompetenzstufe 2 erreicht und nicht gerade Mathematik studieren will, das ist okay, da sagen wir, da hat das Gymnasium seine Funktion erfüllt, er oder sie geht mit einem hinreichenden Niveau ins spätere Leben, wird auch weiter in den Wirtschaftsteil lesen können, in der FAZ beispielsweise. Viel mehr muss er ja nicht oder sie. Wir haben weiterhin argumentiert, wir brauchen einen anderen Standard. Sie merken schon, es geht hier quasi um Standardsetzung. Wir brauchen einen anderen Standard für diejenigen, die später in einen mathematiklastigen Beruf gehen. Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler möglicherweise, auch Naturwissenschaftler selbstverständlich. Die müssen eigentlich auf Niveau 3 sein. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen uns anschauen bei den Schülerinnen und Schülern, wie viele erreichen den Regelstandard dahingehend, dass sie meinetwegen im Grundkurs, wenigstens wenn Sie den Grundkurs besuchen, will ich Stufe 2 erreichen und wenn Sie den Leistungskurs besuchen, dann schon Stufe 3 oder 4. Das war das Erste. Das heißt, wir haben, das sehen Sie hier nochmal, 2 Regelstandards definiert. Wir haben gesagt, wenn jemand Grundkurs Mathe macht, der will wahrscheinlich hinterher eh nicht Mathematik studieren. Die meisten tun es im Übrigen auch nicht. Da ist Stufe 2 okay. Wer im Leistungskurs ist, der wird hinterher schon eher auch was Mathematiklastiges studieren. Der muss Stufe 3 erreichen. Und wir haben dann darüber hinaus noch argumentiert, dass wir auch nochmal gucken wollen oder schauen wollen, was ist eigentlich so etwas wie ein Minimum, was Schülerinnen und Schüler erreichen sollten. Und wir haben dieses Bildungsminimum der gymnasialen Oberstufe im Fach Mathematik wie folgt definiert. Wir haben gesagt, es gibt so etwas wie ein professionelles Verständnis von Lehrkräften, was noch eine ausreichende Leistung ist, was eine noch akzeptable Leistung in Mathematik ist. 5 Punkte also. Da gibt es auch so Tabus, die Lehrerinnen und Lehrer nicht brechen. Also wenn sie 5 Punkte geben, dann hoffentlich guten Gewissens, weil sie sagen, okay, das reicht gerade noch so aus, dass gerade so die Ziele der gymnasialen Oberstufe erreicht werden. Wir haben dann geschaut für alle Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich 5 Punkte im letzten Zeugnis hatten, wie viele Punkte auf diesem TIMSS-Maßstab hatten die im Mittel. Und haben dann gesehen, okay, alle mit 5 Punkten hatten im Mittel 367 Punkte auf dem TIMSS oder auf dem Tosca-Maßstab. Und haben dann gesagt, okay,
Wer 367 Punkte oder mehr erreicht, der hat wenigstens das Bildungsminimum der gymnasialen Oberstufe im Fach Mathematik erreicht. Wer darunter liegt, ja, traurig. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Gute Ergebnisse. Jetzt für diesen Minimalstandard zunächst einmal. Also wie hoch sind die Prozentsätze von Schülerinnen und Schülern, von denen wir annehmen, dass sie wenigstens über ein Niveau verfügen oder ein höheres, wo man sagen würde, okay, das ist so gerade ausreichend für die gymnasiale Oberstufe. AG sind allgemeinbildende Gymnasien, TG sind technische Gymnasien, WG wirtschaftswissenschaftliche Gymnasien, ARG agrarwissenschaftliche, ernährungswissenschaftliche und sozialpädagogische Gymnasien. Und Sie sehen, Problem bereiten uns die letzten drei Gymnasien, wo wir rund 30% bis ein Drittel haben der Schülerinnen und Schüler, die dann auch Mindeststandards, die man an die Mathematik anlegt, verfehlen. Die also solch ein Bildungsminimum verfehlen. Das ist in etwas das genauso hoch, was auch bei der Grundschule rauskam. Am Ende der vierten Klasse verfehlen auch schon ungefähr 30% die Standards der Grundschule. Vielleicht sind das hier dieselben 30, nein, wahrscheinlich nicht. Schauen wir uns jetzt die Regelstandarddefinition an. Das war ja Grundkurs Stufe 2, also Grundkurs sichere Beherrschung des Mittelstufenstoffes, Leistungskurs sichere Beherrschung des voruniversitären Stoffes. Sie sehen hier auch nochmal die Zahlen, wo wir sagen können, Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Gymnasien und technischer Gymnasien erreichen diese Standards. Große Probleme in den übrigen Gymnasialbereichen bis hin zu den sozialpädagogischen, wo wir 70% der Schülerinnen und Schüler haben, die eigentlich keine Regelstandards die erreichen, an denen also auch schon die Sekundarstufe 1 vermutlich spurlos vorbeigegangen ist. Die Zusammenfassung spare ich mir dieser Ergebnisse, die haben Sie gesehen. Ich möchte Ihnen aber auch nochmal Englischleistungen zeigen. Das heißt, wir haben in Tosca nicht nur Mathematikleistung, sondern wir haben auch die Englischleistung erfasst. Die Englischleistung mit einem Test of English as a Foreign Language, der sich seit einigen Jahren auch auf dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen abbilden lässt. Drei Niveaus, etwas vereinfacht gesprochen, A, B und C, elementare Sprachverwendung, selbstständige Sprachverwendung und kompetente Sprachverwendung. Am Ende der gymnasialen Oberstufe erwarten wir die Schülerinnen und Schüler zwischen B2 eigentlich, also die drei Niveaus lassen sich noch in zwei Unterniveaus differenzieren, erwarten wir eigentlich B2 bis C1 und schauen wir uns die Ergebnisse an. Das ist hier geschehen, ein bisschen kompliziert jetzt, Grundkurs allgemeinbildendes Gymnasium, Leistungskurs allgemeinbildendes Gymnasium, Grundkurs berufliches Gymnasium, Leistungskurs berufliches Gymnasium. Sagen wir mal, im Leistungskurs sollte eigentlich schon fast das C-Niveau erreicht werden. Sehen Sie, dass das 42% an allgemeinbildenden Gymnasien sind. Sie sehen, es sind 11,9% in beruflichen Gymnasien und Sie sehen entsprechend, wenn wir mal sagen, B1, B2 sollte der Grundbildungsstandard im Grundkurs sein, dass wir hier 44% haben, die diesen Standard verfehlen. Und hier sind es 13%. Also A1, A2 ist eigentlich der Standard, der am Ende, der jetzt definiert ist fürs Ende der 9. Jahrgangsstufe, wenn man Hauptschulabschluss haben möchte. Das, was Sie hier empirisch vielleicht überrascht, Herr Ricke Baulig ist ja schon darauf eingegangen, dass ich ganz gerne mich auch mal in Deutschland rumtummel, um für den Deutschen Schulpreis mit zu votieren. Also wir besuchen Schulen. Und das Kernproblem, was wir dort beobachten, ist tatsächlich der nicht-gymnasiale Englischunterricht. Die Kluft zwischen Englischunterricht, natürlich immer nur im Mittel, in Gymnasien und Nicht-Gymnasien ist doch ganz erheblich. Und das sieht man hier auch nochmal ganz deutlich, dass wir hier junge Erwachsene haben, die zum Zeitpunkt kurz vorm Abitur über sehr rudimentäre Englischkenntnisse verfügen. Man muss ja hier aber auch sagen, die werden vermutlich alle nicht Amerikanistik oder Anglistik studieren. Das werden die nicht tun. So, das Ganze haben wir fortgeführt, indem wir jetzt die Frage gestellt haben, nicht nur, und wenn wir das zusammenfassen nochmal, dann sehen wir hier, wir haben schon eine gewisse Problemlage dahingehend, wenn wir alternative Wege zur Hochschulreife öffnen, dass dieses möglicherweise Kosten hat im Bereich der Leistungen. Und wir haben das weitergeführt, indem wir gesagt haben, uns interessieren nicht nur alternative Wege zur Hochschulreife, uns interessiert eigentlich auch wieder der Ländervergleich. Also wie gut sind die Abiturienten in Land A und wie gut sind die Abiturienten in Land B? Und wenn man große Unterschiede haben will, was macht man am besten? Man nimmt eigentlich Bremen und Bayern, die waren gerade nicht verfügbar. Aber die zweitbeste Lösung war da Hamburg und Baden-Württemberg. Ist fast genauso gut. Hat von Ihnen jemand in Hamburg Abitur gemacht? Wollen Sie so lange rausgehen?
Brauchen Sie nicht. Das hält man aus. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Also es sind auch wieder dieselben Instrumente. Die Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten wurden 2005 getestet, die baden-württembergischen Abiturienten wurden 2002 getestet. In Hamburg ist das der Abschluss der sogenannten Lernausgangslagenuntersuchung LAU. Über die Instrumente habe ich gesprochen. Fangen wir an, voruniversitäre Englischleistung nach Land. Jetzt nur allgemeinbildende Gymnasien. Das sind nur allgemeinbildende Gymnasien. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Entwarnung für die Hamburger. Ist jemand aus Baden-Württemberg? Haben sich besser vorgestellt, ne? Aber ich meine, Stuttgart und HSV jetzt in der Bundesliga ist auch ungefähr ein Niveau, ne? Man ist zu gut, um abzusteigen, aber zu schwach für die Europa League oder wie die heißt. Also hier vergleichsweise kleine Unterschiede. Ich mache einfach mal weiter. Mathematik, wiederum Definition von kriterialen Leistungsstandards, wiederum Kompetenzstufe 2 im Grundkursregelstandard, Kompetenzstufe 3 im Leistungskursregelstandard. Sieht schon schlechter aus. Hamburg, Baden-Württemberg. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, in Mathematik erleben wir deutliche Unterschiede dahingehend, dass 85% der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg den Standard erreichen, während es nur etwas über 50% sind der Abiturienten in Hamburg, die den Standard erreichen. Also man würde sagen, diejenigen aus Hamburg von Ihnen, Sie gehören natürlich zu den 50%, die den erreicht haben. Es waren die anderen, die den nicht erreicht haben. Also hier schon deutliche regionale Unterschiede in den Leistungen. Was sich hier abbildet, können Sie jetzt auch sehen, in den Bundesländern vergleichen mit den Neunklässlern. In Mathematik immer deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ländern, in Englisch keine Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Das heißt, die Hamburger können genauso gut Englisch wie die baden-württembergischen Schülerinnen und Schüler. Hängt auch damit zusammen mit der curricularen Schwerpunktsetzung in Hamburg. Vielleicht gut für Baden-Württemberg, dass kein Deutschtest eingesetzt wurde. Nehmen Sie mir nicht übel, ne? Gut, kommen wir zur Gretchenfrage. Wenn wir jetzt so viele Schülerinnen und Schüler haben, die eigentlich voruniversitäre Leistungsniveaus nicht erreichen, ist das der Grund, warum wir auch dann viele Misserfolge haben, Studienabbrüche, schwächere Studienleistungen? Und man muss sagen, wir haben hier in gewisser Weise ein empirisches Defizit, als wir sehr wenige Studien haben, die vor allem Studienabbruch vorhersagen. Wir haben eine ganze Reihe von Studien, die vorhersagen, wie gut die Leistungen im Studium sind, aber wir haben wenig belastbare Studien, die zeigen, ob letztendlich das voruniversitäre Niveau dafür verantwortlich ist, dass die Abbrüche so hoch sind, also ein zu niedriges Niveau. Wir wissen aber sehr viel darüber, und das zeige ich Ihnen jetzt auch, dass das Abitur, das Zertifikat Abitur, dann ein guter Indikator für Studierfähigkeit ist, wenn man eine gute Abiturnote hat. Das sehen wir nämlich, da gibt es schon eine alte Meta-Analyse, ich zeige Ihnen auch gleich aktuelle Ergebnisse. Das wissen wir bereits auch für die Bundesrepublik Deutschland seit 25 Jahren. Dort wurde publiziert ein Aufsatz von Baron Bold und anderen, wo man sich angeschaut hat, wie hoch korreliert die Abiturnote mit den Examensleistungen im Studium. Das sehen Sie hier, es ergab sich da über verschiedene Studienfächer gemittelt eine Korrelation von 0,46 zwischen der Abiturnote und den Examensleistungen. Das ist ganz schön viel, das werden Sie bei Herrn Möller noch lernen. 0,46 ist eine relativ hohe Korrelation, sodass wir hier schon sagen können, wenn jemand ein gutes Abitur hat, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass er gute Studienleistungen erbringt, als wenn er ein schlechteres Abitur hat. Das sind natürlich statistische Aussagen. Das wissen Sie auch aus Ihrer eigenen Karriere. Selbst wenn Sie nicht so ein gutes Abitur haben, sitzen Sie hier heute als erfolgreiche Lehrkräfte. Und genauso haben Sie Freunde noch aus der Schulzeit, die haben Bombenabitur gemacht und die fegen heute die Straße. Die gibt es natürlich. Wir machen hier nur, wie gesagt, statistische Aussagen. In der Regel ist es so, wenn sie ein gutes Abitur macht, hat eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit, auch hohe Studienleistung zu erbringen. Die Abiturnote als Mittel über alle Fächer und auch noch die Prüfungsleistung ist dabei besser in der Prognosekraft der Studienleistung als jede Einzelnote im Zeugnis. Also es ist nicht so, wenn Sie gut Mathe können, können Sie auch gut studieren, können Sie auch, aber insgesamt ist die Abiturdurchschnittsnote ein sehr, sehr guter Indikator dafür, ob Sie, wenn Sie eine gute Abiturnote haben, studierfähig sind oder nicht. Das setzt sich fort, auch wenn wir hier, Sie haben eine neue Meta-Analyse von Trappmann et al.
2007, Sie sehen jetzt Punkt 52. Wir haben international die Meta-Analyse von 2001, wo die Korrelation Punkt 60 sogar ist zwischen Abiturnote und Studienleistung. Und wir haben hier noch, ich habe nochmal, man ist ja auch ein bisschen narzisstisch, ich habe noch eine eigene Studie hier mitgebracht, wo wir uns für das Studienfach Psychologie angeschaut haben, wie hoch die Studienleistung mit der Abiturnote zusammenhängen. Sie sehen, die Korrelation ist hier Punkt 40, auch deutlich positiv. Also auch wieder, wer ein gutes Abitur macht, von dem können wir ausgehen oder von der können wir ausgehen, dass sie auch erfolgreich studieren wird. Das Ganze setzt sich fort, auch international, hier in eine etwas neuere Meta-Analyse. Highschool GPA ist nichts anderes als Abiturnote. Auch dort wieder zusammen auch noch mit weiteren Tests, Studierfähigkeitstests, werden sehr gut die Hochschulleistungen vorhergesagt. Den Rest überspringe ich mal aus Zeitgründen und zeige Ihnen noch eine sehr übersichtliche Grafik, die einfach verständlich ist. Was haben wir hier gemacht? Das ist aus der eigenen Studie. Was wir hier gemacht haben, ist, wir hatten Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Psychologie. Diese Bewerberinnen und Bewerber mussten eine Vielzahl von Studierfähigkeitstests durchführen, also unter anderem Intelligenztests, das sind die hier oben, dann Wissenstests, hier drei Schulleistungstests, Mathematik, Englisch, Biologie und wir hatten die Abiturnote, HZB ist Hochschulzugangsberechtigung, Note und wir wollten wissen, ob wir mit der Abiturnote und fachspezifischen Leistungstests die Studienleistung vorhersagen können. Also wieder in dem Sinne, wer hohe voruniversitäre Leistung aufweist, wer besonders intelligent ist und eine Bombenabiturnote hat, der wird hohe Studienleistung bringen. Wir haben das dann zusammengefasst, diese Variablen zu zwei Komplexen. Zunächst einmal, der eine Komplex war sowas wie Intelligenz und der zweite war Wissen. Also im Wissen gingen dann auch diese Wissenstests natürlich, in diesen Wissensfaktor oder Wissenskomplex gingen die Wissenstests ein, die Abiturnote ging da ein, während in diesen Intelligenzteil gingen im Wesentlichen die Intelligenztests ein und ein bisschen auch die Abiturnote. Also Intelligenz korreliert auch durchaus mit den Abiturleistungen. Dahingehend, je höher die Intelligenz, desto besser die Abiturleistung. Und wir sehen sehr schön, das sind dann diese Pfade hier, diese Koeffizienten können maximal 1 werden, also nicht in der Summe, sondern jeder für sich. Wir sehen sehr schön, dass die Wissensanteile, die voruniversitären Wissensanteile, prädiktiver insgesamt sind für die Studienleistung als die Intelligenzleistung. Das heißt, das, was man voruniversitär gelernt hat, wenn man viel gelernt hat, befähigt einen das auch, im Studium erfolgreich zu agieren. Und wichtige Botschaft, es schlägt die Intelligenz. Das haut sie nicht um, sehe ich schon. Ich dachte, da würde jetzt sagen, jemand, ja. Ich wusste schon immer, Intelligenz ist gar nicht so wichtig. Aber nein. So, ich schließe langsam ab, komme zu einer weiteren Studie und möchte eine Studie zeigen von einem Kollegen, der auch im Studiengang ist, damit Sie mal sehen, was für einen tollen Studiengang Sie besuchen. Hier sind lauter Kollegen, die an der Front der Forschung kämpfen, in Form von Herrn Kleigmann, der hier vorne sitzt. Der hat nämlich auch eine ganz interessante Studie gemacht, indem er sich unter anderem angeschaut hat, was Faktoren sind, die erklären, warum manche von Ihnen viel Professionswissen haben und andere von Ihnen, von Ihren Kollegen, die nicht hier sind, wenig Professionswissen. Und Herr Kleigmann hatte in der Studie, die er gerade publiziert hat, 4 Gruppen, Lehramtsstudierende im ersten Studienjahr, im dritten Studienjahr, Referendare und erfahrene Lehrkräfte mit längerer Berufserfahrung. Auch Herr Kleigmann hatte einen Test hatte 2 Wissenstests, einen zum Fachwissen in Mathematik, einen zum fachdidaktischen Wissen in Mathematik. Auch Herr Kleigmann hat wieder solch einen PISA-Maßstab mit Mittelwert von 500 gewählt und er hat eine ganze Reihe von Prädiktoren für das Professionswissen in den unterschiedlichen Gruppen. Und ich will mich eigentlich im Wesentlichen wieder auf die Abiturnote kaprizieren. Also ist es so, dass wenn wir Lehramtsstudierende, wie aber auch erfahrene Lehrerinnen und Lehrer uns anschauen, ist es so, dass die Abiturnote dort das Professionswissen vorhersagt. Die Koeffizienten sehen jetzt ein bisschen komisch aus, da muss ich nochmal mit Herrn Kleigmann reden, warum er nicht so griffigere Koeffizienten gewählt hat. Aber Sie sehen sehr schön, je höher die Abiturnote, also je schlechter die Abiturnote, desto geringer beide Wissenskomponenten und dieses im Wesentlichen in allen Gruppen,
gleichermaßen. Das heißt, wenn man diese Analyse über alle Gruppen berät, zeigt sich auch hier wieder, wer das bessere Abitur hat, verfügt später auch über mehr Wissen. Und dieses gilt, dieses können wir dann auch noch sowohl im Studium natürlich sehen, das überrascht uns nicht, aber das können wir auch noch Jahre später sehen bei den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Gute Botschaft, Anfänger wissen weniger als erfahrene Lehrkräfte, Studienanfänger. Ist gut, ne? Gut, aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Ich verkürze es mal. Was Sie hier sehr schön sehen insgesamt, ist, dass auch hier wieder wir sagen können, ein gutes Abitur wird eher dazu führen, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Lehrerinnen und Lehrer später auch höheres Fachwissen haben. Um ein Missverständnis vorzubeugen, glauben Sie nicht, wenn Sie eine 1 im Abitur hatten, dass das automatisch dann mit dem Fachwissen kommt oder dem Fachdidaktischen, sondern es ist natürlich auch wieder an Lerngelegenheiten gebunden, wie Sie es im Referendariat hatten und letztendlich dann auch im täglichen Job. Was lernen wir aus all dem? Nochmal kurz, dass der Rechner eingeschlafen ist. Ich mache sofort weiter. Was lernen wir aus all dem? Das ist die letzte Folie. Insgesamt ist es unbestritten, dass wir heute, ein Kollege von mir sagt immer, das Gymnasium hat sich verändert von der ehemaligen Eliteanstalt zur Massenveranstaltung. Das ist sicherlich nicht ganz falsch. Wir haben historisch einen dramatischen Anstieg der jungen Erwachsenen, die eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Interessanterweise hat sich auch die Bezeichnung geändert. Früher haben wir von der Hochschulreife gesprochen. Haben Sie noch gar nicht gemerkt, ne? Früher haben wir von der Hochschulreife gesprochen, heute sprechen wir von der Hochschulzugangsberechtigung, die nämlich gar nicht mehr annimmt, dass damit die Hochschulreife vergeben wird, sonst wird die Hochschulzugangsberechtigung vergeben. Die Abbruchszahlen sind substanziell. Im Übrigen sinken sie auch nicht durch die Bologna-Reform. Bislang gibt es keine Evidenz dafür, dass die Umstellung auf Bachelor-Master zu einem dramatischen Absinken der Abbrecherquoten führt. Wir haben, das haben wir heute auch, glaube ich, deutlich gesehen, erhebliche Anteile von Abiturientinnen und Abiturienten, die Ziele der gymnasialen Oberstufe verfehlen. Man muss hier einschränken für voruniversitäre Fremdsprachenkenntnisse und Mathematikleistungen. Aber was wir auch weiterhin sagen können, wer heute ein gutes Abitur macht oder auch ein sehr gutes Abitur, da können wir davon ausgehen, dass er oder sie auch Studierfähigkeit damit ausweist und in der Regel auch erfolgreich studieren wird. Aus einer teilweise bildungspolitischen Perspektive, aber auch aus der Perspektive natürlich der Bildungsforschung, sehen wir natürlich auch viele Probleme und wir sehen vor allem das Problem, dass trotz solcher empirischen Befunde, wie ich sie Ihnen gezeigt habe, eigentlich die hauptpolitische Agenda weggucken ist. Sie wissen, dass in diesem Jahr, im letzten Jahr, die Bildungsstandards für die Abiturprüfung der KMK verabschiedet wurden. Sie wissen aber auch, dass die KMK beschlossen hat, dass sie die Überprüfung der Standards aussetzt. Also es wird keine Überprüfung der Standards geben. Das heißt, man hat hier eher die Strategie des Wegguckens. Man will gar nicht wissen, dass man ein Problem möglicherweise hat. Wir würden eher argumentieren, offensiv mit dem Problem umzugehen, sich zu überlegen, wie kann ich die Zahlen derer, die letztendlich Standards für die voruniversitäre Bildung nicht erreichen. Wie kann ich hier nachhelfen? Was kann ich tun, um zu höheren Leistungen auch zu kommen? Und natürlich würden wir auch dafür argumentieren, dieses auch in einem Beobachtungssystem sich öfter mal anzuschauen. Und was uns natürlich dann auch interessiert, wenn wir diese Forschung betreiben, indem wir wissen wollen, wie stark Studienleistungen und Schulleistungen zusammenhängen, dass wir eigentlich noch viel mehr Instrumente benötigen, mit denen wir Studienleistungen erfassen können. Wir beschränken uns hier oft auf Noten. Herr Kleikmann hatte jetzt einen Wissenstest, aber wir beschränken uns im Wesentlichen bei den Leistungsindikatoren im Studium an den Noten. Und auch dort interessiert uns natürlich eigentlich, was können junge Leute am Ende des Studiums wirklich, wenn wir beispielsweise einen Test einsetzen. Also was auch im Lehramtsstudium am Ende der ersten Phase interessiert uns eigentlich, was können die Absolventen im Fach, was können sie in der Fachdidaktik und was können sie tatsächlich auch im pädagogischen Wissen, uns interessieren eigentlich nicht so sehr allein die Noten, sondern wir wüssten gern mehr darüber. Und dieses ist auch Gegenstand vielfältiger Forschung, die gerade auch deutlich zunimmt in Deutschland. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir so lange zugehört haben.